Phase. Nachhaltigkeit ist eine gemeinsame Initiative von der Bundesarchitektenkammer und der DGNB mit dem Ziel, das Thema Nachhaltigkeit in die Breite zu bringen. Wie wir sagen, Nachhaltigkeit zum neuen Normal zu machen. Wir können ja gute Häuser bauen, schon heute. Und das sollen eigentlich die Architekten auch verstehen, mitnehmen. Und da wird auch mit dem anderen Selbstbewusstsein auch die Gespräche mit den Bauherren führen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die Dinge einfach machen, dass wir sie runterbrechen. Das haben wir ja mit der Deklaration Nachhaltigkeit zum Beispiel mal als ersten Schritt gemacht. Das ist im Grunde ein Conversation Piece, also eben etwas, womit man dann auch mit dem Bauherrn auf Augenhöhe mal die relevanten Themen durchspricht, da ein bisschen auch die Komplexität rausnimmt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da sehr einfache Hilfsmittel zur Verfügung stellen, aber eben auch, dass die Architekten sehen, wir kochen ja alle nur mit Wasser. Also es ist ja gar nicht jetzt nur mein individuelles Problem, sondern der Kollege im anderen Büro hat genau die gleichen Themen. Das ist, glaube ich, schon auch ganz wichtig. Jetzt natürlich auch gerade durch solche Veranstaltungen, dass wir da jetzt viel schneller auch in die Breite kommen. Weil ich glaube, für viele ist es noch so ein bisschen ein theoretisches Thema. Man weiß in der Theorie, dass man was machen sollte. Aber wie man es dann ganz konkret bei sich im Projekt morgen umsetzt, da ist schon noch eine gewisse Zögerlichkeit zu sehen. Diese Phrase Nachhaltigkeit ist eine Kernkompetenz von uns, muss auch weiter ausgebaut werden. Deshalb haben wir auch darüber diskutiert, zusammen mit der DGNB, wie diese weiteren Schritte ausschauen können, wie wir die Fortbildung machen können oder aufsetzen können für unsere Kolleginnen und Kollegen, den Mitgliedern der Architektenklammern aller Länder, sodass auch wir dann eben genau diejenigen sind, die dafür qualifiziert sind.